Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relenio TV. Heute wieder mit einer neuen Folge Transport Fever 2 im Schönbau. Heute bauen wir eine Holzfällerei, wie ihr hier schön sehen könnt, im Wald. Und angeschlossen ein Sägewerk, wo dann auch noch Holz transportiert wird. Das Ganze wieder im Zeitraffer, weil das Video doch ziemlich lang geworden wäre sonst. Schaut es euch am besten einfach mal an. Hier bauen wir jetzt zunächst mal die Holzfällerhütten, nenne ich sie mal. Drei Stück an der Zahl, schön im Wald, in der Nähe von Bad Schwalbach. Bad Schwalbach ist von hier aus gesehen rechts, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, und jede Holzfällerei hat einen angeschlossenen Truck-Stop, da wo das Holz eben abgeholt wird. Und jetzt bauen wir erstmal den schönen Wald aus und die Truck-Stops. Truckstops hier schön versehen mit einem Carport, wo dann das Holz drunter liegt. Das Ganze ein bisschen an die Holzfällerei anzuschließen. Von dem Design her wird das Ganze so in dem Stil gehalten wie die eigentlichen Holzfällereien an sich. Also mit kleinen Holzbuden, Holzdächern, viel Wald, umgefallene Bäume. Genau. Es soll natürlich nicht nur bei diesen drei Holzfällereien bleiben, sondern zwischendrin, mitten im Wald, auch mal ein paar umgefallene Bäume, ein paar kleine Häuschen, abgestapeltes Holz, abgesägte Bäume und all das, was eben zu einer guten Holzfällerei dazuhört. Hier jetzt erstmal alles relativ eben machen, damit wir da einen ebenen Wald haben und nicht so über Stock und Stein und irgendwelche Hügel die ganze Zeit fahren müssen, sondern damit das alles schön eben ist. Hier werden jetzt ein paar Häuschen gebaut, ein paar Baumstämme, die schon gefällt worden sind und die stapeln, damit das alles ein bisschen idyllischer wirkt. Thank you.
die ganzen Straßen auch noch mit ein paar Wegen versehen. Hier ein paar umgefallene Bäume schon oder gefällte Bäume. Das Ganze war ein sehr spannendes Projekt, weil ich von Anfang an nicht so sehr so einen genauen Plan hatte, was will ich eigentlich bauen, sondern ich habe einfach diesmal drauf losgebaut und habe mich beriesen lassen, was am besten aussieht. Deswegen auch öfters mal ein paar Korrekturen von Sachen, die mir nicht so gefallen haben, die ich dann einfach verbessert gebaut habe oder einfach Sachen neu hinzugefügt hat, die es vorher noch nicht gab. Das Ganze natürlich auch wieder aufforsten, weil so freie Flächen im Wald sind ja für Holzfäller natürlich nichts. Wenn sie nichts fällen können, dann macht es denen auch keinen Spaß. Hier bauen wir jetzt das Sägewerk. Auch hier werden wieder ganz normale LKW-Ladeplätze gebaut, um das Holz von den Holzfällereien hier zu transportieren. Geplant war auch, hier noch Bretter zu nahegelegenen Fabriken zu transportieren. Allerdings seht ihr dann gleich noch im Video, entsteht hier auch noch eine Zugstation, die das Ganze abtransportiert. Aber dazu dann gleich mehr. Hier das Ganze auch wieder aufhübschen, ein bisschen mit Gebäuden, hier ein paar Abladeplätze noch. Thank you.
Auch hier wieder Holzstämme, die dorthin gelegt werden, um das Ganze ein bisschen idyllischer zu machen. Hier wieder analog zu den Holzfällereien, auch hier wieder Häuschen und im Wald, um das Ganze dem Stil ein bisschen anzupassen. Ganz natürlich aufforsten. Hier bauen wir jetzt zu den Holzfällereienhäuschen noch ein paar Schornsteine und das Ganze, wie eben schon angemerkt, nach und nach immer ein bisschen detaillierter aufgebaut. Hier noch ein paar Bäumchen pflanzen, weil es noch zu viele kahle Stellen gab. Hier werden jetzt noch ein paar Männchen gesetzt, die dort arbeiten.
Und die ganzen Wege kriegen natürlich auch noch, werden mit Fußgängerwegen verkleidet. Dort kommen dann noch Besuchermagneten hin, damit hier auch noch ein paar Leute rumlaufen, die zur Arbeit gehen und mit dem Bus hierher kommen. Hier entsteht jetzt noch ein kleiner Parkplatz. Dort kommt auch noch ein Besuchermagnet hin, damit hier auch ein paar Autos herfahren, um das Ganze nicht so leer erscheinen zu lassen, sondern ein bisschen mit Funktionalität auszustatten, damit hier ein bisschen Leben reinkommt. Dort habt ihr eben auch schon ein Buschen gesehen, das hierher fährt.
Hier entsteht jetzt noch der angesprochene Güterbahnhof des Sägewerks, wo dann die Holzplanken abgeholt werden. Hier wird das ganze Sägewerk auch noch ein bisschen erweitert, im Wald mit einem Weg, ein paar Häuschen und weiteren Holzplanken, damit das auch hier nicht so leer ist.
damit ist der Bau dann auch schon soweit abgeschlossen. Jetzt hier noch ein paar Eindrücke zu dem ganzen Gebauten. Hier kommt ein LKW, der ein paar Baumstämme abholt und sie zum Sägewerk transportiert. Hier ein ankommender Bus, der die ganzen Arbeitnehmer zu ihrem Holzfällereien bringt. Natürlich steigen auch welche ein, die dann wieder von der Arbeit fertig sind und nach Hause fahren wollen. Der ganze Rundkurs quasi hat 3 Bushaltestellen, damit die Leute nicht einmal komplett durch das ganze Gelände laufen müssen. Hier seht ihr ein paar LKWs, die die Holzstämme jetzt zu dem Sägewerk gefahren haben und die ganzen Stämme abladen. Und hier der ankommende Güterzug, der die produzierten Bretter abholt. Hier die ganze Perspektive nochmal aus Sicht des Parkplatzes, der auch am Sägewerk entstanden ist. Auch hier natürlich mit Besuchermagnet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch am besten ein Like da, folgt meinem Channel und folgt auch meinen anderen Kanälen. Bis zum nächsten Mal, euer Redelinio TV.